Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Dieses Video wird unterstützt von freudeamgrillen.de, die Grillspezialisten, ohne die dieses Video nicht möglich gewesen wäre. Und wir machen heute einen wunderbar leckeren Spargelburger von dem Träger Pellet Grill. Und wenn du wissen möchtest, wie man den macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und wir legen direkt mal los. Denn es gibt selbstverständlich so ein paar Dinge zu schnibbeln und zu vorbereiten, aber keine Angst, das ist alles sehr, sehr überschaubar. Und als erstes machen wir grünen Spargel und weißen Spargel. Und bei dem grünen Spargel, da wird einfach nur unten das holzige Ende ein bisschen geschält. Den weißen Spargel, den solltest du hingegen komplett schälen. Und Johanni ist zwar vorbei, aber dennoch kriegt man natürlich immer noch Spargel. Also kannst du diesen Burger mittlerweile ja tatsächlich das ganze Jahr nachmachen. Spargel kriegt man ja mittlerweile vor allem grünen vom Frühling bis in den Winter quasi. Und nach der Spargel ist vor der Zwiebel, sag ich ja immer. Und die wird einfach von der Haut befreit und dann in solche Ringe geschnitten. Und vielen Dank an alle Kanalunterstützer an dieser Stelle. Und nach der Schnibbelei kann es auch schon am Grill weitergehen. Wir haben uns jetzt entschieden, so eine Grillplatte in den Ranger einzulegen. Du kannst natürlich auch eine Pfanne nehmen oder wenn du gar keinen Grill hast, das Ganze auch auf dem Herd machen. Das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, du sorgst dafür, dass der Bacon, der jetzt mit auf den Grill kommt, nicht durchs Rost fällt. Weil, ja, Fett verbrennen geht anders. Da brauchst du nicht drauf warten, dass der Bacon durchs Rost fällt, sondern da musst du dich vielleicht mal aufs Fahrrad setzen. Aber wenn du so eine Grillplatte hast, wie gesagt, dann ist das alles super easy. Kann ich sowieso jedem empfehlen im Bereich Burger, also wenn du mal selber Burger machen möchtest, dass du auf kurz oder lang in so eine Grillplatte mal investierst. Das geht zum Beispiel, also nicht nur bei Burger, sondern du kannst da auch zum Beispiel Gemüse drauf machen oder viele benutzen es auch für Meeresfrüchte oder für kleingeschnittenes Gemüse oder. Also so eine Grillplatte, die ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und wenn der Bacon zusammen mit dem Spargel auf der Platte liegt, dann kann das ineinander reinschmecken und der Spargel schmeckt hinterher schön nach Bacon, beziehungsweise der Bacon nach Spargel. Wir legen auch noch mal ein bisschen Bacon nach und wenn der dann gar geworden ist, dann kommen die Zwiebelringe mit da drauf. Und wenn du den Hashtag Zwiebelliebe vermisst, keine Sorge, da habe ich natürlich dran gedacht. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, dann pack gerne den Hashtag Zwiebelliebe unten in die Kommentare. Aber generell hilft jeder wohlwollende Kommentar und jeder freundliche Kommentar unter den Videos, um den Algorithmus zu bedienen, damit die Videos mehr angezeigt werden. Und vor allem freut es mich natürlich, ich lese tatsächlich jeden Kommentar. Ich komme nicht immer daran, die sofort zu beantworten, aber ich lese sie tatsächlich alle. Jetzt wird das ganze Gemüse und auch der Bacon von der Platte runtergenommen und der Burger kann drauf. Wir haben uns jetzt für so Burger-Patties entschieden. Da siehst du, da ist richtig ordentlich Fett drin. Und da ist es tatsächlich so, wenn da ordentlich Fett drin ist in so einem Burger-Patty, dann hast du natürlich auch Geschmack. Und das, was jetzt hier drauf kommt, das darf bei einem anständigen Spargel nicht fehlen. Nämlich Sauce Hollandaise. Aber bei uns, weil was sollen schon die Kalorien, kommen natürlich noch ein paar Scheiben Gouda mit drauf. Nun ist es auch schon Zeit, den Burger zusammenzubauen. Süß, wir haben noch eben die Brötchen kurz angetoastet und nun geht es an den Zusammenbau. Du könntest jetzt unten noch ein bisschen Angebersalat drauf machen, ist aber kein Muss. Wichtig ist, dass das leckere Patty mit der Sauce Hollandaise und dem geschmolzenen Käse drauf kommt. Darauf dann den Bacon und die Zwiebeln und natürlich, weil es ja auch ein Spargelburger ist oder ein Hollandaise-Burger, kommt da eben der Spargel mit drauf. Das Ganze ist natürlich jetzt eine angenehme Größe für so einen Burger, aber deswegen gehst du einfach her und drückst den ein bisschen zusammen. Dann kann ich dir nämlich versprechen, isst der mit einem Haps im Mund und wenn das nicht ganz passt, dann schneid den Burger einfach in der Mitte durch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Rezept gefallen hat. Ich kann dir schwer empfehlen, das Ganze mal nachzumachen. Und
Wenn du noch weitere Rezepte rund um den Rost suchst, dann kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und als nächstes bekommst du von mir noch das Rezept. Und dann wünsche ich dir, wie immer, ganz viel Freude beim Nachmachen. Würde mich über jeden Daumen nach oben freuen, über jeden Kommentar, über jedes Gefällt mir. Und wenn du deinen Freunden davon erzählst, dass du diese Videos hier schaust. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dranbleiben. Bleib mir gerne gewogen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.